Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr besonderen Video auf diesem Kanal. Wie Sie sehen können, ist Stronghold Definitive Edition Demo draußen, beziehungsweise für mich spielbar. Ich habe auch schon 69 Minuten reingesteckt. Warum ist das so besonders? Früher auf diesem Kanal war Stronghold eine absolute Instanz, also als Format. Ich habe das super viel gebracht über Jahre. Also es war quasi vor Dark Souls hier das große Ding. Also wirklich über Jahre, es war insane. Zugegebenermaßen ganz viel Stronghold Crusader, Stronghold eher nicht. Aber wer die Reihe kennt, der weiß, okay, zwischen den Spielen liegt nicht so viel. Stronghold Crusader war eher wie so ein großes Add-on zu Stronghold. So, das nur am Rande. Jetzt ist diese Stronghold Definitive Edition für mich spielbar. Ich habe sie gespielt und ich muss sagen, well, vielleicht erstmal ganz vorab, dass überhaupt diese Definitive Edition da ist und kommt, ist für alle Stronghold-Liebhabenden da draußen ein absoluter Win. Dennoch muss ich sagen, entgegen der allgemeinen Wahrnehmung da draußen, also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt von Maurice Weber, von Udwin, von ein paar anderen, die finden das alle richtig geil. Oder zumindest tendenziell sehr gut. Und ich habe das gespielt und habe ganz vieles vermisst, was ich in einer Definitive Edition erwartet hätte. Bevor wir das Game gleich zocken, ihr seht schon, ich habe den Trailer aufgemacht, den möchte ich mit euch einmal kurz durchgehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich mit euch darüber sprechen, was überhaupt eine Definitive Edition ist. Weil ich sehe in YouTube-Titeln, aber auch teilweise in redaktionellen, in Artikeln von irgendwelchen Online-Magazinen, dass wohl ein Stronghold-Remake käme. Das ist absoluter Bullshit. Das stimmt vorn und hinten nicht. Bevor ihr das nämlich denkt, lasst mich euch erklären, was eine Definitive Edition ist. Also, eine Definitive Edition, für die gibt es tendenziell keine Definition. Meistens ist das die wohl beste Version dieses Spiels, was kommt. Und es beinhaltet oft alle DLCs, Add-ons, Patches, oftmals ein paar neue Inhalte, oftmals ein oder remasternde Aspekte, also dass zum Beispiel die Optik oder dass die Audio-Files optimiert wurden, neu gemastert wurden, dass das Ganze auf aktuellen System laufen kann. Es wird hochskaliert für aktuelle Auflösung, 4K beispielsweise. Das ist oftmals in einer Definitive Edition drin. Ne? Ob das jetzt GTA ist oder Mafia oder Age of Empires, hast du nicht gesehen. Da gibt es Definitive Editions. Aber unter diesem Aspekt zählen eigentlich auch oftmals Game of the Year Editions rein oder sonstige. Also es ist ein breites Feld und was genau eine Definitive Edition ist, beziehungsweise was dazugehört, ist halt weit gefächert. Fakt ist aber, eine Definitive Edition ist absolut kein Remake. Ein Remake ist eine Neuinterpretation eines Werkes. Zum Beispiel das, was gerade bei Gothic 1 im Hintergrund läuft, ja, woran gerade gearbeitet wird. Das ist ein komplett neues Spiel, wo alles neu gemacht wurde. Von Grund auf. Sogar neu gecodet wird. Es ist einfach eine Neuinterpretation. Ich glaube, von Witcher 1 soll jetzt auch bald ein Remake kommen. Das Üblichste ist ein Remastered. Weil da wird einfach nur die Optik aufgehübscht. Es gibt vielleicht ein paar neue Animationen, aber vor allem die Auflösung, ein paar Texturen werden überarbeitet. Ja, die ganzen Audio-Files werden halt aufgepeppt. Also die Dinge, das Audio und das Visuelle wird remastered. So, das vielleicht einmal vorab. Ich habe das Gefühl, da herrscht ganz schön viel Verwirrung. Wenn man sich jetzt anschaut, Stronghold Definitive Edition, woran misst man die? Dann hat man wenig Vergleichswerte, weil Echtzeitstrategie oder Aufbaustrategie, da gibt es wenig Definitive Editions. Am ehesten Age of Empires. Und da hat man schon zugegebenermaßen einen ziemlich hohen Maßstab, weil die ist mit die beste Definitive Edition out there, würde ich jetzt sagen. Wir schauen uns einmal den Trailer zur Stronghold Definitive Edition an. Und da werde ich sehr früh einmal unterbrechen, aber dann lassen wir es laufen.
Life in the old castle. Welcome, lords and ladies. Fällt euch was auf? Ich meinte schon, ich unterbreche sehr früh, aber fällt euch, also fiel euch was auf? Mir nämlich auch nicht. Zumindest auf den ersten Blick. Hier kommt diese tolle Transition mit vorher, nachher, wie Stronghold früher aussah und wie es jetzt aussieht. Life in the old castle. Und man muss schon sehr krass hinschauen, dass man da überhaupt einen Unterschied sieht. Also okay, wenn man das jetzt hier zum Beispiel richtig schön an den Brettern und den Steinen sieht, da erkennt man, ja, das wurde überarbeitet. Ja, das sind schöne Schattierungen, ein bisschen mehr Textur, hat mehr Tiefe, ist ein bisschen schärfer. Aber davon mal ab, also es ist jetzt... Und da sind wir am Punkt. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Age of Empires 2, mit der Age of Empires 2 Definitive Edition beispielsweise, Junge, also rein optisch sind da Welten zwischen. Das möchte ich hier einmal ganz klar sagen. So, wir schauen uns das aber weiter an. Lords and ladies, to our reimagining of the original Castle Sim, Stronghold. Relive the glorious first entry in the Stronghold series with all new visuals, features and audio. It truly takes breathing in this medieval setting to the next level. Das alles cool? Actually, it kind of smells like feces. So ein bisschen jokey ist ja Stronghold auch. Und hier sehe ich jetzt auch jetzt nicht so viel. Aber was krasses. Das ist ganz cool. So, aber was und weshalb ich davon ausgehe, dass das ein Riesen-Win ist. Also erstmal, wer ist der da drüben? Da reden wir auch gleich noch drüber. Aber erinnert euch, eingangs habe ich gesagt, diese Definitive Edition ist ein Riesen-Win. Warum? Ein Grund ist ganz präsent im Trailer und da war ich einfach nur so, ja, schaut es euch an. We added Steam Multiplayer, so that you don't have to jump through a thousand hoops to play with your friend Greg, like you did in the original. Time to die. Adena! Also, das fühle ich sehr, weil wer Stronghold gerade auch heutzutage im Multiplayer zocken will, Junge, der braucht einfach ultra viele Third-Party-Programme. Ich habe alles Mögliche in den letzten Dekaden da durchgehabt. Hamachi Tangle. Game Ranger oder was weiß ich, Alter. Und dass man jetzt einfach im Hauptmenü, wie man das so kennt, über Steam Multiplayer zocken kann, ist einfach GG. Ist mir scheißegal, ob das jetzt irgendwie grafisch besser ist oder es da irgendwie neue Funktionen gibt. Allein, dass man Stronghold jetzt richtig geil, entspannt auf Steam im Hauptspiel ohne irgendwelche Kackprogramme im Multiplayer mit seinen Leuten zocken kann, ist ein dicker, dicker Win. Und jetzt kommt noch was oben drauf. Nämlich eine neue Kampagne, aber das vor allem, Digga. Steam Workshop. Das heißt, allein, ich meine, die können da machen, was sie wollen. Und vielleicht wird es nicht so geil. Aber dass sie uns es in der Hand legen, das Game richtig geil zu pimpen. Ich meine, wie viele Custom Maps gibt es für Stronghold, die man runterladen kann und über Webseiten, hast du nicht gesehen, oder, ne? Aber dass man hier jetzt, ich meine, Steam Workshop bedeutet, für alle, die vielleicht nicht so Steam-firm sind, da wird eine fette Modding-Community dran arbeiten, weil die Stronghold-Community einfach insane ist. Es wird KIs geben, es wird Maps geben und was weiß ich noch alles. Durch den Steam-Workshop kann man Mods so krass zugänglich machen, weil man die einfach in Steam abonniert als User und that's it. Da kann man noch als Community super viel aus einem Spiel rausholen, dass die das jetzt möglich machen. Nice. Genius. Ne, da ging es um Remastered übrigens. Returnings, das ist übrigens ganz interessant für uns deutsche Länder. Returning Voice Actors. Maurice hat wohl die Entwickler gefragt. Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Aber ich meine, er erzählt in seinem Video, dass er gefragt hat, jo, wie ist es mit den deutschen Voice Actors? Und da waren die wohl sehr zuversichtlich. Also das soll wohl auch mit inbegriffen sein, aber das... Custom Control, ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Das ist mit der größte Kritikpunkt. Aber ja, das ist es so. Genau, es gibt noch ein paar neue Maps, es gibt eine neue Kampagne. Also ein paar neue Inhalte, was echt cool ist. Aber das alles
ist in der Demo hier noch nicht drin. Was in der Demo drin ist, sind zwei Missionen, einmal leicht und schwer. Aber einmal drüber gesprochen. Wer ist er? Also, und generell, was ist hier los? Ja, ich meine, da ist Krieg und gibt's auf die Fresse. Aber er hier ist ja sehr präsent. Er war jetzt hier auch beim Steam-Dingens sehr präsent. Und ich muss sagen, dieses ganze Look and Feel hier ist mir zu clean für Stronghold. Bei Stronghold waren die Charaktere alle immer so ein bisschen wulzig, fast schon comicartig, aber so tendenziell. Die waren einfach richtig die sahen alle so verbraucht aus. Die waren richtig, man hat das Gefühl, düsteres Mittelalter. Und hier sieht das irgendwie aus, als ob das jetzt so ein bisschen aus einem Michael Bay-Film wäre oder Königreich der Himmel. Und hier sind einfach cleane Leute, die sich beackern. Passt für mich nicht zu Stronghold. Ist alles sehr clean. Passt nicht. Und über Farben und Wappen brauchen wir auch nicht. Also das ist, glaube ich, der Wolf. Die Farbe, meinte auch schon Utwin, ist, glaube ich, aber die Ratte. Also wenn man jetzt so richtig nerdy rein deepdiven will als Stronghold-Fan, ist das irgendwie auch ein bisschen weird. Aber gut, das ist Pillepalle. Wir machen Folgendes. Wir klicken jetzt einfach mal auf die schwere Mission, die zocken wir heute. Und dann werde ich einfach ongoing euch so ein bisschen erklären, was meine Eindrücke sind. Und dann auch mal langsam ein paar Sachen kritisieren. Weil bis auf die Optik habe ich jetzt noch ja nichts gesagt. Und die ist mir relativ egal. Abfahrt. Lord Woolsack ist beschäftigt. Sir Longarm auf einer Mission im Ausland. Und ihr braucht eine neue Aufgabe. Oh. Deshalb entscheidet ihr euch, weiter zu marschieren. Die Männer, die ihr in die Grafschaft der Ratte geschickt habt, haben versagt. Was kann ich dafür? Ich hab nur die Truppen gestellt. Die Ratte hat sie befehligt. Still. Erobert die Lindereien der Ratte zurück, oder ich reiß euch die Zunge heraus. Ich muss mich um die Ursache des Problems kümmern. Die Vergangenheit des Wolfes ist geheimnisumwoben. Alles, was man von seinem Werdegang weiß, sind Geschichten und zweifelhafte Gerüchte. Abgesehen davon glaubt man, dass seine Eltern beide kurz nach seinem 18. Geburtstag eines natürlichen Todes gestorben sind. Ja, also ich bleib dabei. Der Soundtrack von Stronghold. Vor allem Stronghold 1. Bei 2 gibt's auch noch ein paar coole Tracks. Ey, mit das Beste. Mit das Allerbeste in der Gaming... Im Gaming. So. Wir haben jetzt das, was wir eigentlich auch im normalen Spiel haben, grob gesagt. Wir haben Hinweise, die können wir anklicken, machen wir aber nicht. Wir haben hier ein bisschen Text über die Gebäude. Aber ich bin auch ehrlich, was ich eingangs auch schon meinte, ich bin jetzt, was Stronghold, das normale, der erste Teil angeht, also Stronghold, nicht so ultra firm. Wie jetzt zum Beispiel bei Crusader. Crusader ist eher mein Steckenpferd. Das ist dementsprechend. Wir starten einfach mal rein. Und ja. Was sehen wir? Also, erstmal. Digga, wer bist du denn? Entschuldigung. Aber wer. Also, nee, ehrlich. Wer ist er? Also. Wenn es doch eine Sache gibt, die wir bei Stronghold richtig hart feiern und für immer in Verbindung bringen werden, sind diese ganzen Sprüche von unserem Sekretär oder Schreiber oder was auch immer. Das Volk hungert. Oder braucht... diese ganzen Sprüche. Wie der uns immer in den Ohren hing. Was wir alles noch machen sollen. Was das Volk braucht. Das war ein alter Knacker. Und er hier. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und wer er ist. Ob das jetzt der Neffe ist. Oder ich weiß nicht, was passiert ist. Und das Ding ist. Die Leute behaupten, das sei ein Platzhalter. Ich sage aber, das ist nicht so. Weil das sind nur Mutmaßungen.
Es sei denn, ihr zeigt mir, dass jemand von Firefly gesagt hat, das ist ein Platzhalter. Aber das war eine reine Mutmaßung, die irgendjemand mal getätigt hat. Und seitdem sagen das irgendwie alle. Also, da drüben in der Ecke, komplette Katastrophe. Also, wirklich. Und das ist übrigens irgendwie ein Remake. Also, das ist so ein Remake-artiges Detail, weil das hier ist komplett neu interpretiert, sag ich mal. Ne? ich verstehe es nicht. Also, das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. So, was aber sehr cool ist. Ich meine, ich habe hier einen 4K-Monitor vor mir und ja, das sieht gut aus. Hochskaliert, sehr schön. Darüber hinaus, man kann rauszoomen. Einfach ganz normal mit dem Mausrad. Das ist richtig cool. Und ja, bezogen auf die Grafik, ich muss sagen, bei den Bäumen erkenne ich einen krassen Unterschied. Ja, die haben wirklich, die sind richtig fresh und new. Gerade die Tannen, finde ich, sehen richtig gut aus. Abseits dessen, gerade wenn ich hier so diese Kanten sehe, hier diese viereckige, diese, ne, 90 Grad Kanten und Ecken bei den Klippen zum Beispiel. Oder hier, wie das Meer quasi keine Übergänge hat, sondern man sieht richtig so diese Vierecke, wo einfach also es gibt quasi nur drei Stufen von Wasser, glaube ich. Das ist alles nicht geil. Das hätte man alles viel besser machen können. Und bezogen auf die Animation, ja, wirkt ein bisschen flüssiger alles. Aber ja, ansonsten ist es nicht viel. Die Leute sagen irgendwie, boah, die sind cool, wie nah die am, also wie die den Stil gehalten haben, wie nah die am Original sind. Ich denke mir so, ja, was ist doch das Original? Ist einfach nur hochskaliert, die Bäume sind hübscher, ein paar Animationen sind flüssiger, und talking about flüssig. Und das ist ein großer Downer. Wir haben hier maximal 60 Hertz. To be fair, ist jetzt kein First-Person-Shooter, aber wenn man eine Definitive Edition abliefert und damit wirbt, dass alles jetzt hochskaliert ist, die Grafik geil ist und so weiter, das ist ja die Message von dem Trailer und so war auch die Ankündigung, und dann liefert man nur 60 Hertz ab als Maximum-Einstellung, das ist bad. Sorry, das ist einfach bad. 2023. Das kann mir auch niemand erklären. Also gerne, aber das ist einfach bad. So, das einmal so ein bisschen über bezogen auf Technik und Grafik. Wir spielen jetzt diese Mission und sollen als erstes unseren Bergfried setzen. Ich hätte den gerne in der Nähe von Stein, aber auch in der Nähe von Holz. Also hier wäre ganz gut. Aber das Problem ist, hier sind überall Hügel. Und dann können wir dann keine Mauer drumherum setzen. Die Gegner spawnen hier beim Wegpunkt. Nee, hier, Dings, ne? Ihr wisst. Das heißt, möglichst weit weg wäre auch ganz cool. Vielleicht also hier. Hier ist halt sehr flat. Aber ja, I think wir machen es irgendwie hier so. Und gucken mal, wie es läuft. Ja. Okay, so, jetzt geht das Game los. Wir machen Kornspeicher, ihr kennt den Bums. Wir machen ganz viele Holzfäller. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Wir machen sicherheitshalber schon mal einen Markt. Hier machen wir noch zwei, drei Holzfäller. Wir machen schon mal ein Häuschen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. So, dann machen wir eine Steinbruchbude. Und zwei Ochsenkarren, aber dann noch zwei Steinbuden. So, jetzt kaufen wir ganz viel Holz. Dann holen wir uns Nahrung rein. Das machen wir wieder wie üblich über Brote. Eins, zwei, machen wir mal drei. Und noch mal ein bisschen Holz. Ja, wir haben nicht mehr so viel Geld, seht ihr schon. Eine Mühle. Oh. Der scheiß Hügel. Okay, eine Mühle. Vorratslager, da ist jetzt die Burgfrau hier drüber. Was soll das denn? So. Und Bäckereien. Zack, machen wir vier Stück. Machen wir hier so hin. Eins. Oh, da kann ich nicht. Das sind diese scheiß Hügel. Überall seht ihr das.
Dann machen wir so. 2. Ah! 3. 4. So. Okay. Jetzt müssen wir unsere Burg ein bisschen strukturieren. Oh, wir brauchen echt dringend Arbeiter. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Aber die kommen raus, oder? Ja, die kommen raus, aber recht langsam. Das Volk liebt. Okay, wir haben aber plus 1. Beliebtheit passt. Ich habe jetzt so viel gebaut, die kommen gar nicht hinterher mit dem Besetzen. So, was auch cool wäre, wäre natürlich Jagdstand. Aber während hier die Leute reinkommen, baue ich schon mal ein bisschen die Burg, beziehungsweise die Tore. Ich muss auch noch eine Waffenkammer bauen. Ich denke, wir machen das ja mit möglichst viel Platz. Machen wir so. Und nach unten hin hätte ich auch gerne ein Burghaus, ja. Damit da die Leute reinkommen. Wir so. Benötigen Steine. Und dann würde ich hier die Burg abschließen, an die Klippe quasi. Und halt hier. So. Erstmal sehr kosten-nutzen-mäßig. So. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen advanced Sachen. Hotkeys. Mit P pausiere ich. Mit L blende ich die Ziele ein. Zeit bis zur nächsten Schlacht. Beseitigt alle feindlichen Einheiten. Darum geht es übrigens bei dieser Mission. Hier werden Gegnergruppen kommen und wir müssen die abwehren. So. Auf K kann ich mir alle Ressourcen angucken, die ich im Lager habe. Was ganz cool ist. Das ist wirklich ganz cool. Früher hat man das über das Buch gemacht. Vorratslager. Und dann musste man hier so ein bisschen rumschalten. Oder man hier Nahrung, ne? Und so mit K hat man das auf einen Blick. So. Und jetzt hört es schon mit Hotkeys auf. Und da war ich sehr irritiert, als ich mir die Meinung anderer angeschaut habe, weil die waren total hin und weg von den Hotkeys, dass es jetzt Hotkeys gäbe. Wir gucken uns einmal kurz die Hotkeys an. Es gibt Hotkeys. Es gibt eine moderne Steuerung und ihr seht es auch schon, hier pausieren. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Kamerazentrieren. Wir können die Kamera zentrieren auf ein bestimmtes Gebäude. Zum Beispiel mit M oder H, ach, während Pause geht nicht. Aber mit M auf Markt, H Burgfried. Das gibt es. Und das war's. Der Rest, das sind so technische Sachen, Spieltempo, Karte Zoom, Radar verkleinern, Ziele ans, ja, das hatte ich gerade. Was gibt es hier noch? Toggle UI, also hier die Oberfläche ausblenden. Das war's. Dann gibt es hier Gruppierung mit Steuerung. Okay, das ist ja der absolute Standard. Hatte übrigens auch das Base-Spiel. Dann gibt es Clan auswählen, Kartenmarkierung setzen, gehe zu Kartenmarkierung und that's it. That's it. Und ich fühle mich damit ein bisschen alleine, aber ich als Echtzeitstrategiespiel-Liebhaber vermisse hier ultra viel, wo mir es leider auch an Verständnis nun mangelt, warum man nicht noch mehr Hotkeys, die ich vermisse, mit reinnimmt. Wie zum Beispiel, denkt an Age of Empires. Denkt einfach nur an Age of Empires. Ich habe einen Hotkey fürs Baumenü und dann habe ich einen Hotkey für jedes einzelne Objekt hier. Zum Beispiel Hotkey Burggebäude B. Und dann habe ich hier Q, W, E, R, T, Z beispielsweise. Dann könnte ich B, E sagen und ich habe sofort die den Steinwall in der Hand. Und so weiter. Warum gibt es diese Hotkeys nicht? Gerade wenn man jetzt ja Multiplayer schön arrangiert, über Steam, übers Hauptmenü hier online, ohne irgendwelche Third-Party-Programme, da kann man doch den Multiplayer mal ein bisschen schöner gestalten mittels Hotkeys. Oder ich zentriere nicht nur meine Kamera auf dem Markt, sondern ich habe ihn automatisch angewählt, damit ich da dann, und auch hier gibt es dann vielleicht im Optimalfall Hotkeys. Ich verstehe nicht, warum das in einer Definitive Edition im Jahre 2023 nicht drin ist. Da muss ich wirklich sagen, kein guter Job. Ich check's nicht. I don't get it. Es gibt nicht mal Sammelwegpunkte. Also wenn eine Unit spawnt, den Wegpunkt zu setzen, wo sie hinrennt nach Spawn. Die rennen alle
zur Garnison, Unterkunft, wie heißt es hier? Unterkunft. Und das bedeutet, man hat hier nicht mal die technischen Aspekte von einem Stronghold Crusader dabei. Weil bei Stronghold Crusader ging das. Bei Stronghold Crusader konntest du die Unterkunft anwählen und einen Sammelpunkt setzen. Dementsprechend verstehe ich das wirklich absolut gar nicht. Weil auch wenn ich nicht vom Fach bin, wenn ich irgendwie bei der... Also ja, ich bin Laie, wenn es um die Umsetzung geht. Ich habe keine Ahnung von Game Design. Aber wenn bei Stronghold Crusader das möglich war, warum geht das nicht bei einer Definitive Edition von Stronghold im Jahre 2023? Digga, das Spiel macht es mir wirklich schwer, es zu unter heutigen Standards zu genießen. Guten Morgen, eure Leute. Zumindest, ne, habe ich ja jetzt nun eine gewisse Erwartungshaltung, dass das hier geil ist, weil das jetzt hier die Definitive Edition ist. Aber alle Vorzüge, die eigentlich eine Definitive Edition, zumindest, und da sind wir wieder am Punkt, wie bewerten wir das, messbar an anderen Definitive Editions aus dem Echtzeitstrategiesektor, da ist das einfach nicht geil. Also es ist einfach, da bleibt viel Strecke, die lassen viel Strecke. Sehr, sehr schade. So, passt auf. Wir machen Folgendes. Wir spammen Bogenschützen. Wir haben nicht richtig heftig spammen wir Bogenschützen. Wir lassen uns 200 Gold offen, damit wir zwei Bogenschützenbuden bauen können. Zwei Bogies. Die setzen wir hier hin. Die können wir sogar dran... Nee, können wir nicht. Eins. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, zwei. Sire. Nee, zwei ging nicht durch. Uns fehlt Holz. Nahrungsvorräte sind knapp. Die werden jetzt ein bisschen suffern. Ich habe jetzt natürlich auch sehr früh hier Leute arrangiert. Also ganz viele Gebäude gesetzt. Das heißt, ich brauche ganz viele Leute. Wir haben aber ja. Keine Nahrung mehr, Sire. Wir setzen jetzt noch ein paar Bäckereien und hoffen einfach, dass dann der Lachs löppt. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Das fiel mir richtig krass auf beim ersten Anspielen dieser Demo. Gefühlt ist die Verhältnismäßigkeit der Warenketten anders als bei Crusader. Also ich habe ganz normal meine 4 Getreidefarmen gebaut, 2 Mühlen und dann 8 Bäckereien. Aber hier ging das irgendwie nicht so auf. Ich weiß nicht. Gut, da kommt nochmal Holz. Das heißt, wir können nochmal eine Bäckerei bauen. Wir benötigen Holz. Jetzt mal hier hin. Okay. Und als nächstes eine Waffenkammer. Damit die Bogies auch arbeiten können. Nicht wahr? Bisher ist das ja nur einer. Setzen wir hier hin. Schön. Sobald wir Stein haben, holen wir uns eine Unterkunft. Am besten ihr schließt schon einmal die Augen. Ja, erste Drohung. So kennt man die Schlange. So, da kommt Paulchen, unser Ochse. Das ist übrigens alles beim Alten, ne? Man wählt die Leute an, die haben Namen. Die reden mit Guten einem. Morgen, eure Lordschaft. Das ist cool. Also an sich ist jetzt viel Gemeckere gewesen, aber ich habe es euch ja auch eingeordnet, deswegen hoffe ich, war es cool. Ich bleib dabei, dass diese Definitive Edition überhaupt kommt mit Steam Workshop Integration und mit Multiplayer über Steam in moderner Art und Weise, ist ein Riesen-Win für uns Stronghold-Liebhabende. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. So, jetzt muss ich Steuern erheben. Das Volk liebt euch, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatz. Jetzt geht die Beliebtheit richtig runter. Ah, wobei, wir haben schon die ersten Brote reinbekommen. Okay. Ich glaube, ich baue weiterhin Bäckereien. Die Truppen der Schlange greifen an. So, nee, ja, jetzt brauchen wir... Es werden Rekruten. Jetzt brauchen wir Truppen. Wir... Die Truppen der Schlange haben jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen zu kämpfen gegen die... Bären? Nein, haben sie nicht. Shit. Dann müssten wir jetzt, glaube ich, einmal ein bisschen Sachen verkaufen. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt. Eure Befehle? Unsere Goldvorräte. Genau, mit Rechtsklick geht das ja jetzt. Moderne Steuerung. Hammer. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten. Bin zur Stelle. So, die kam jetzt ein bisschen schnell.
Aber wir kriegen das hin. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Mein Bogen ist voll, mein Herr. Ein bisschen Gold, euer Gnade. Wilderweise kann man übrigens. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja, rücken. Wilderweise kann man kein Eisen verkaufen. Ich hab beim ersten Spielen bin ich hier mega auf Eisen gegangen. Das war so ein bisschen Gewohnheit aus Stronghold Crusader. Bin richtig heftig auf Eisen gegangen. Und wollte das dann verkaufen und so meine Eco halt setzen. Es werden ziemlich Katastrophe. So, jetzt muss mein Burgherr meine Bogenschützen bewachen. Bogenschützen bereit. Und hoffentlich überlebt er das. Der Feind befindet sich in der Burg. Okay, er hat's überlebt. Das war jetzt High Risk. Okay. Das war der erste Angriff. Der war jetzt ein bisschen eklig. Meine Beliebtheit ist mega runtergegangen. Ich meine jetzt aber extra Ration. Und das müsste abgehen. Haben wir Mehlsäcke? Ja, okay, wir brauchen mehr Bäckereien. Alrighty. Zack. Und jetzt können wir auch anfangen, unsere Burg zu bauen. Und ich glaube, dann wird es auch entspannter, hopefully. Können wir hier die Mauer setzen? Ja, sehr gut. Oh, ist hier irgendwo noch ein Gegner? Ne, die ging wieder hoch. Alles klar. Der Schlange greifen an. Oh, kommt direkt die nächste Welle? Krass, okay. Aber wir haben ja noch ein bisschen Gold. Es werden Rekruten benötigt. Aber es kommen sehr langsam Rekruten. Es werden Rekruten benötigt sein. Nee, ich habe keine Häuser mehr. Oh mein Gott, scheiße. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Bitte, 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 bitte. Okay, ich mach mal kurz Steuern runter, dass schnell wieder Beliebtheit hochgeht. Es werden Rekruten benötigt sein. Holzwall? Holzwall. Ah, ich muss jetzt ein bisschen Safety spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passt. I hope. Müssen mal gucken. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Also, die haben meinen Jäger gekillt. Ja, wir müssen jetzt gut mit Bogenschützen spielen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ne? Und er hier. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Er ist es halt. So, Feuer eröffnet. Unser Burgherr kann nicht nochmal tanken. Die müssen jetzt klarkommen. Ich hole noch ein paar Lanzendudes. Eine kleine Soldatentruppe des Wolfs befindet sich auf. Wolf kommt auch schon. Mashallah. Mein Bogen ist euer. Okay. Okay. Es werden Waffen. Interessant. Wir benötigen Gold. Gold brauche ich. Bogenschützen sind down. Läuft besser als eben. Wir benötigen Gold. Dann gönn Gold. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer so. Gnaden. Die haben meine Unterkunft gekillt. Sind die Jack? Mein Herr, in Bewegung. Sind die Jack? Und eine Holzfällerhütte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Gegner zu nah. Hier baue ich einen hin. Hier noch einen. Jetzt reißen die noch mehr ab. Aber wir sollten das, glaube ich, im Griff haben. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Sieht jetzt erstmal scheiße aus, aber das wird noch. Keine Bange, Leute. Schwertkämpfer des Wolfs sind hier. Tja, Schwertkämpfer sind natürlich übel. Bin ich ehrlich? Unterkunft weg ist übel. Ich kann aber eine neue setzen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. So, noch mehr Bogenschützen. Digga, wo rennen die überall lang? Bringt ihn um, bitte. Bringt ihn doch um. Sehr gut. Unsere Schatzkammer ist zur Stelle. So, es ist tough. Ich gebe es zu. Wie ist denn das mit dem Turm? Hier vorne ein Turm wäre ganz gut. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen ein bisschen delayen. Wir müssen ein bisschen delayen.
Wir haben sehr viel Brot, ne? Unsere Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Bin zur Stelle. Darf uns es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Wir rücken aus. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen tryharden. Darf uns zählen. Bogenschützen bereit. Okay, Bogenschützen machen Alarm. Und weiter. Okay, ich muss auf jeden Fall Militär wir benötigen bauen. Gold. Pikiniere, die brauchen auch 100 Gold. Das Volk liebt euch, unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ich brauche mehr Bögen. Bögen sind key in diesem Szenario. So, jetzt killen die natürlich ein bisschen meine Eco und nerven. Habe ich Steine? Nee. Oh, der darf auf keinen Fall da lang. Oh, der darf auf keinen Fall da lang. Scheiße. Mein Bogen ist euer. Okay, wir greifen an. Ausfall. Ah, jetzt haben die da meinen Stein abgefangen. Und der zweite Ochse geht auch drauf. Okay, die Lanzenboys müssen jetzt auf jeden Fall da helfen, dass der Ochse überlebt. Nein! Scheiße. Okay, das ist doof. Wir können auch irgendwie keine Gräben ausheben. Ist auch wild. Okay. Ich brauche einen Stein. Sollte ich den kaufen? Nee, genau. Ich kaufe jetzt erstmal nochmal hier im Bogner. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, weiter weg von den Gegnern. Sehr gut. So, jetzt rennen die hier durch. Nice. Ja, da hinten ich, es ist eigentlich ein bisschen unnötig, dass ich das mache. Aber ich will die jetzt einfach weg haben, dass meine Eco schnell wieder läuft. Brauchen wir Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ein paar Holzfäller. Aber wir haben eigentlich Holz, ne? Es werden Rekruten benötigt sein. Nennt euren mein Bogen ist euer. Jetzt kommen die Ritter. Das sieht nicht gut aus. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, mal gucken. Mein Herr? Das sieht gar nicht gut aus. Wie machen wir das? Kann ich jetzt hier schnell zubauen irgendwie, dass ich die ein bisschen juke? Nee. Okay, warte mal. Packen die sich da durch? Nee, die wollen zum Tor. Bin zur Stelle. Dann schicken wir die mal schnell aufs Tor drauf. In Bewegung. Und schließen das Tor. Dann habe ich natürlich ein Problem, wenn sie das Tor einreißen. Aber jetzt könnte ich schon mal da ein bisschen Damage verursachen. Das wird heftig. Burgherr ein bisschen rausschicken? Geht nicht. Ich kann ihn nur auf der Burg steuern. Okay. Pikiniere. Okay, die rennen einmal außen rum. Oh, das überlebe ich nicht, oder? Vielleicht Fokusfeuer? Warte mal, jetzt rennen die sehr weit weg. Was ist, wenn ich jetzt hier zubaue? Oder wo rennen die gerade hin? Wir haben zurzeit so viele Befehle, Nahrung, dass ich richtig rund werde. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Also ich brauche eigentlich gerade... Warte mal, ich könnte Sachen einkaufen. Ich könnte Morgensterne kaufen. Nee, geht nicht. Holz. Noch mehr Lanzen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Okay, die reißen jetzt erstmal meine Eco, glaube ich, ein. Oh Gott, das wird gar nichts, oder? Wird das was, Leute? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich das Tor aufgemacht, jetzt drehen sie um. Okay, ich kann ein bisschen die KI tricksen. Ich bräuchte Lanzen, das wäre wichtig. Und ich habe jetzt Stein, das ist auch sehr geil. Ja. Ist da ein Gegner? Mein Bogen ist euer, mein Herr. Da kann ich nicht drauf? Reicht das nicht? Warte mal. Noch eine. Una Steiner. Una Cerveza. Zack. Eure Befehle? Rücken aus. Ja, sehr gut. Okay. Das ist ja gut, dass ich mit dem Hotkey nicht hier die Unterkünfte anwählen kann.
Okay, ich glaube aber, wenn ich die hier durch habe, läuft es besser. Hopefully. Mehr Lanzen. Geht hier noch? Oh, kein Platz. Hier wäre gut. Aber die Gegner sind zu nah. Guck mal, die tingeln ein bisschen hin und her. Ah, die fressen. Vielleicht erstmal den da wegmachen. Ich glaube, solange ein Angriff läuft, kommen keine neuen. Alter, Xardas ist auch dabei. Geil. Okay, neue Armbrüste. Schön. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Okay, dann machen wir das Tor auf. Vielleicht drehen die dann um. Nee, schade. Gut, jetzt brauche ich Lanzen, um die aufzuhalten. Es werden Rekruten benötigt, Nee, jetzt rennen sie darum. Es werden Rekruten benötigt, Waffen benötigt, Okay, neun Lanzenboys. Oh, der greift den Turm an. Okay, ja. Okay, ich verstehe. Wir brauchen Armbrüste. Aber wir brauchen, glaube ich, auch erstmal irgendwas. Kann ich die dahin tun? Und dass sie hier irgendwie auf der Mauer sind? Rennt mal schnell, bevor der da ist. Zack, alle rein, 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 rein. Sehr gut, und zu. So, und jetzt macht den da weg. Achso, die sollen auf den Turm zurück, ist doch klar. Ja, ja, ja. Okay. Eckbruch. Auf jeden Fall hier Türme. Ach scheiße, jetzt ist da ein Ritter drin. Mein Bogen ist erreichbar. Mein Herr? Eure Befehle sind auf dem Weg. Der Ritter muss sterben, dass ich da rein kann irgendwie. Okay, Gerberei bei euch. Wo machen wir die hin? Ja, erstmal müssen die Truppen weg. Aber der braucht auf jeden Fall eine Weile, ehe der da ist. Ich sollte das schaffen. Ich sollte es tatsächlich schaffen. Und dann muss ich schnell umsteigen auf Armbrüste. Jo, ich bin wieder voll im Modus. Okay, wir bauen schon mal hier noch eine Käserei, weil ich brauche die Kühe für den Gerber. So, und ich glaube... Ja, die Pikeniere spare ich. Ich könnte jetzt auch da einfach drauf schicken, dass der schnell drauf geht, der letzte Ritter. Aber mache ich nicht. So, zwei Gerber. Wir benötigen Holz. Noch ein Haus. Wir benötigen mehr Holz. Okay, ich kaufe einmal. Ich kaufe einmal Holz. So, und jetzt stelle ich einen Bogenschützen schon mal um auf Armbrüste. Und guck mal, was passiert. Wir benötigen Holz. Wir haben echt sehr viel Gold. Ich lasse die Steuer ein bisschen sinken. Wir haben bei minus 14. Meine Nahrung ist gone. Ach du Scheiße. Wie ist denn das passiert? Mach O4. Okay, krass. Ich muss jetzt erstmal alles tauschen zu Stein. Damit ich da drauf kann und die alle auch mal abknallen kann. Versteht ihr? So. Also hier zum Beispiel. Ist natürlich ein bisschen bitter, weil es sind auch Ressourcen, die jetzt weggehen. So. Okay, wir müssen jetzt schnell irgendwie Eco wieder aufbauen. Ballern. Vielleicht ein Eisen. Muss auf Eisenerz für ein paar Streitkolben-Boys. Wobei Massenlanzen sind auch krass. Die machen auch Ritter weg. So, warte mal. Jetzt machen wir erstmal den hier, dass das steht. Dann machen wir das weg. Zack. Und dann machen wir hier einen Turm nämlich hin. Zack. Und dann machen wir den. Und du, wo rennst du hin? Und ihr könnt alle da drauf. Nee, könnt ihr nicht, weil das Tor nicht auf ist. Doch. Los mit euch, geht da drauf. Eure Befehle? Jetzt. Schön. In Bewegung. So. Dann machen wir das so. Und bauen hier den ersten Slalom. Guter alte Strat. Bin zur Stelle. Rücken aus. Da kannst du jetzt auch nicht hoch. Was ist da los? So. Zack. Ja. Die Leute verlassen. Oh, 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 das ist doof. Ich schenke Geld. Was ist mit Nahrung? Warte mal.
Die Mühle steht noch. Die arbeitet auch. Hier sind auch Mehlsäcke. Ich krieg kein Getreide rein. Warum nicht? Okay, ich baue noch mehr Käse rein. Was ist gerade los? Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Okay. Jetzt habe ich Brote. Das Volk ist sich euer nicht. Ich schenke noch mehr Gold. Euer Gnaden. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das ist eine Katastrophe, eine mittelschwere. Ich verkaufe Stein und kaufe Nahrung. Wie wäre es mit einer Spende? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Plus 10. Nicht sicher, Sire. So, jetzt liefert bitte Nahrung. Was ist los mit euch? Macht mich nicht wahnsinnig. Und das meine ich irgendwie mit der Nahrung. Es ist kein Getreide da. Das ist das Ding. So, Hauptsache wir sind im Grün. Dass Leute zur Burg kommen. Das wäre wichtig. Ja, sehr gut. Jetzt machen wir wieder auf normal. Leute, es kommt hier bald der nächste Angriff. Ich lasse das mal auf. Ihr seht das so ein bisschen. Okay. Jetzt habe ich auch all mein Gold verschenkt. Das Volk ist euch wohlgesonnen. Wir verlieren ein bisschen Gold. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Eieieiei, ne? Oder? Nicht gut, wie das hier läuft. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Können die da irgendwie nicht durch? Doch. Ja, die hacken auch. Ich hatte drei, ne? Ist ein Getreideding irgendwie Bruch gegangen? Getreidefarm. Naja. Machen wir noch ein Häuschen. So. Jetzt sollte es hoffentlich wieder gehen. Die können wir wieder entsleepen. Ey, ob wir jetzt rechtzeitig. Ob wir jetzt rechtzeitig Armbrustschützen bekommen. Das wird übel. Okay, wir bauen einfach noch mehr Pikiniere. Aber dafür brauchen wir Gold. Liefert Nahrung. Bitte. Please. Liefert Nahrung, bitte. Warum ist in meinem Lager keine Nahrung? Ein Käse, ein. Uiuiuiui. Bitte, bitte, bitte. Da kommt Getreide. Sehr gut. Ich habe arsch viel Holz. Ich verkaufe das. Oder? Boah, Junge, wie viel Holz ich habe. Zack. Jetzt haben wir. Ja, jetzt haben wir genug für eine Pikinierwerkstatt hier. Entlegene Dörfer. Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Dieses Rauszoomen ist so geil. Wirklich. Das ist richtig, richtig gut. Okay, pass auf. Wir machen nochmal Slalom und nochmal. Haben wir jetzt noch. Ja, das passt. Okay, gut. Könnt ihr noch damit drauf? Oder da? Ja. Sind auf dem Weg. So. Nennt euren Wunsch. Huh. Ja, bitte. I mean, hinten bin ich ja offen. Versteht ihr? Da müssen wir nochmal gucken. Bin zur Stelle. Aber ich habe sehr viele Bogenschützen. In Bewegung. Muss ich mal gucken, ob das irgendwie enough ist. Enough. Bitte macht Nahrung. Da sind zwei Mehlsäcke, schnappt sie. Habe ich Mehl? Habe ich Weizen? Aber wie wäre zwei. Es mit einer kleinen Garten? Aber die ernten gerade gut. Gerade ist Erntezeit. Jutti. Die Goldvorräte sind zu knapp. Ja, jetzt nehme ich wieder Steuern. Eine Botschaft der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, ich Sire. Bin zur Stelle. Ich weiß, es ist nur Schlange. Der schickt keine Ritter. Ich weiß nicht, wie es mit Nahrung aussieht. Ich kann es so schwer zu beurteilen. 9 Monate Vorrat. Okay, plus 4. So, plus 1. Ich verkaufe ganz viel Holz und baue vielleicht eine Kirche. Die lasse ich im Dorf. Ne? Habe ich Eisen? Ja, 2. Das heißt, ein Streitkolben-Dude wäre nice. Okay, sind sie da? Ja, was schicken die? Ganz viel Streitkolben-Boys und ein paar Bogies. Okay. Beliebtheit steigt. Oh, ich habe 3 Armbrüste. Krass. Und jetzt kommen nochmal richtig viele Bogies. Die kommen dahin, weil die werden wahrscheinlich wieder swarmen. Oh, die bauen Belagerungssachen. Ich hoffe, nichts Ernstes. Oh, die gehen auf den Jäger. Nicht auf den Jäger. Wir haben nicht genügend Gold, my lord. Beauty. Nahrung sieht gut aus, oder? 6 Monate. Nee, geht runter. Zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So, jetzt rennen die hier durch. Kriegen hoffentlich sehr aufs Maul. Und dann kommen die Lanzenboys. Es werden Rekruten benötigt sein.
Die sterben aber alle da drin. Es läuft genauso, wie ich dachte. Jetzt rennen die in der Südseite lang. Dann decken die die ein. Ja, läuft gut. Der Bogenschütz, der Jäger schießt auch mit drauf. Jawohl. Ja. So, jetzt müsste direkt der Wolf kommen. Oder? Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Okay, nahrungstechnisch. 3 Monate war es eben. Jetzt, nee, 6. Es sind immer noch 6. Haben wir Getreide da? 7. Okay, ich baue mal noch eine Mühle, oder? Boah. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass es läuft mit Nahrung, oder? Soll ich noch den bauen? So, jetzt haben wir aber echt viel Nahrung, oder? Wie viele freie Leute haben wir da? Sind noch nicht alle da. So. Jetzt könnten wir 2 Gerbereien... Pass auf, ich stelle noch einen Bogi um auf Armbrust. 2 haben wir. Dann vielleicht noch einen Turm. Das wäre geil. Haben wir Steine? Irgendwie nicht, ne? Doch, haben wir. Eine Botschaft der Schlange. Ja, nicht schon wieder. Du entspannst dich mal, Kollege. Ja. Mal ja. Habt ihr nicht so ein Glück. Okay, er ist jetzt gerade sauer. Armbrustschütze. So, noch ein Turm. Juti. Vielleicht ganz vorne zinnen. Und dann kann ich da Bogenschützen draufstellen. Oder Armbrustschützen. Ja, who knows. Ja, sieht gut aus. Einen noch. Zack, klasse. Okay. Oh, noch einen. Ja, und hier, wie gesagt, kann ich irgendwie keine Sammelpunkte setzen. Das ist echt bescheiden. In Bewegung. Okay. Läuft aber. Also Nahrung, oder? 7 Monate. Geil, geht hoch bei +4. Sehr gut. Pass auf, dann bauen wir jetzt eine Kapelle. Oder ist es jetzt zu spät? Lohnt es noch? Oh, ich denke schon. Machen wir eine Kapelle. Zack. So, jetzt haben wir noch 2 Beliebtheit. Das heißt, wir können Steuern erhöhen. Das Volk liebt euch, mein Lord. Aber es gibt nur 2 Beliebtheit, ne? Aber ich glaube, der braucht ein bisschen. Dass der Beliebtheit generiert, oder? Hm. Wir benötigen Gold. 22 Lanzenboys. +13. Stein verkaufen? Für Geld? Ja, guck mal. Das gibt gut Geld. Ja, ja, ja. Vielleicht hätten wir von Anfang an mehr Stein abbauen sollen. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Ja, so ein paar Streitkolben-Boys. Die würden, glaube ich, gut reinklatschen. Pass auf, wir haben so viel Holz. Ich würde hier für Gold noch einen bauen. So, jetzt brauchen wir aber echt Bevölkerung, ne? Aber nahrungstechnisch passt es ja gerade. Es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Okay. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen 2-0? Ich habe gerade 3 produziert. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Oh ne, einer fehlt. Bin zur Stelle. Waffen benötigt sein. Mein Herr, sind okay, wir sind, glaube ich, gut bestückt. Es gibt übrigens natürlich auch noch die alte Steuerung. Es fehlt so ein bisschen dieses halbe Runtersetzen. Also man kann ja... War das mit Leertaste? Oder? Oder war das nur bei Crusader? Ich bin mir nicht sicher. Aber man konnte die Gebäude so halb einfahren. Dass man die noch so theoretisch sieht... Aber man halt auch drüber schauen kann. Das war manchmal ganz cool, aber eigentlich vermisse ich es nicht. Also so wichtig war es jetzt auch nicht. Ich glaube... Wir benötigen mehr Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bisschen Holz. Ja, komm, dann kaufe ich wieder Holz. Eure Beliebtheit sinkt. Beliebtheit sinkt, ist mir egal. Wir benötigen mehr Holz. Was kostet der denn? Ich habe doch 20. So, noch ein Streitkolbenboy. Vielleicht noch ein Gerber. Zack. Aber jetzt eh schon gleich vorbei. Ab jetzt, glaube ich, Lanzenträger einfach pumpen. Und die wehren dann alles, was übrig bleibt, ab. Und beschützen den King. Okay, ich glaube, ich baue noch eine Bude. Und gehe noch mehr auf Beliebtheit. Das macht nur +1. Hm. Gut, wir können natürlich auch Belustigungen bauen. Ein paar Flaggen. Aufgeschissen. Die kriegen Galgen.
Will nicht arbeiten. So, euch kann ich eigentlich abreißen. Weil gut arbeiten tut er jetzt auch nicht. Ist eh gleich vorbei. Dann habe ich nochmal ein bisschen Bevölkerung. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Allzeit bereit. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das ist halt geil, ne? Ich kann einfach jetzt so machen. Das ist schon sehr geil. 31. Und zack. Weiter. Okay, noch ein Armbrustschütze. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Okay, jetzt wird's heiß. Jetzt wird's interessant. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, ich muss jetzt richtig Lanzenboys pumpen. Stein verkaufen. Ich muss eigentlich dicht machen, damit die auch wirklich durch den Slalom rennen, oder? Ich weiß nicht, ob das hinten jetzt immer dicht war. So, jetzt auf jeden Fall. Ihr könnt auf uns zählen. Benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Also, hoppala, das mit den Sammelpunkten. Das macht mich wirklich fuchsig, weil das ist ja nicht mal ein neues Feature. Das ist halt ein altes Feature von Crusader. Ihr merkt gerade, ich muss hier so viel händisch kontrollieren. Immer wieder hier kleines Fenster und dann die Truppen irgendwo hinschicken. Total veraltet. Digga. Nervt einfach nur. So, ich brauche Klamotten. Hier ein Streitkolbenboy. So, jetzt bin ich gespannt. Was hat er? Übrigens, mit WASD kann man jetzt zur Kamera steuern. Ging voll, glaube ich, auch nicht. Ist ganz geil. Boah, sind das 10 Ritter? 12? Okay. Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Ich hoffe, die Armbrustschützen sind ready. Ja. Und ich schick die mal. Ah nee, scheiße. Mein Bogen ist euer. Vorwärts! Mein Herr, im Laufschritt! Ich wollte die alle eigentlich auf den Turm parken. Ich meine, könnte ich trotzdem. Eure Befehle? Nee. Bin zur Stelle. Ne, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Das muss ich unbedingt abreißen. Ach du Kacke. Ja, Rücken aus. Bogenschützen bereit. Waffen geschultert. Mein Bogen ist Ich will die Armbrustschützen unbedingt auf die Türme packen. Darum geht's mir, dass die mehr Reichweite haben. Und bin zur Stelle. Aber das war's. Alter, die Burgfrau wurde übel weggeballert. Ist ja der Hammer. Es werden Rekruten benötigt sein. Hä? Achso. So, das ist Steuerung 1. So, die werden richtig weggehagelt. Da bleibt einfach nichts am Leben. Und da kommen die Ritter. Und die kommen zur Südseite. Shit. Okay. Bogenschützen bereit. Vorwärts. Armbrustschützen abziehen. Die kommen Südseite. Was wollen die? Die wollen hier meine Eco wegmachen. Kornspeicher ist voll. Abfahrt. Gold fließt in die Schatzkammer. Das ist ja der Wahnsinn. Plus 3, easy. Es werden Waffen benötigt sein. Zur Stelle. So, da kommen meine Armbrustschützen. Die kommen in Time an, glaube ich. Die sind zwar lahm, aber nicht so lahm. Philipp lahm. So. Es werden Rekruten benötigt sein. Wohin gehen wir? Wir rücken aus. Allzeit bereit. Okay. Ach, jetzt kommen sie doch hier hin. Na gut. Ja. Wenn die Armbrustschützen gleich am Start sind, dann wird richtig dezimiert. Ich sag euch, die knallen die richtig weg. Ja, guck mal, die gehen down. Ich brauche nicht mal die Nahkämpfer. Ausfall, Ausfall, Ausfall. Ausfall. Guckt euch das an. Und die Mucke setzt ein. Und er da drüben denkt sich so... Was mache ich hier? Aber ist jetzt auch egal. Komm, die werden weggemacht. Zugriff, Zugriff. Jawohl, stecht sie ab. Schön von beiden Seiten flankieren. Und rein. Wir sind zu viele. Ich sag's euch, wir sind einfach zu viele. Macht sie weg. Zack, abgestochen. Alle. Zack, wie die fallen, wie die fliegen. Zack, tot. First try. Quasi. Also war zwischendurch ein bisschen hektisch. Die erste Welle war die schwerste, fand ich. Da ist mein Burgherr fast gestorben. Ach krass, je nachdem wie viel oder wenig Truppen man verliert,
13% meiner Truppen habe ich verloren? Na gut, müssen die wissen. Zählt der Bevölkerung mit rein? Egal. Gut, Leute. Das war die Stronghold Definitive Edition Demo. Spiel kommt am 7. November raus. Könnt es gerne wishlisten. Und ich bin sehr gespannt, was die Community rausholt mittels Workshop. Ich bin sehr gespannt, was die neue Kampagne, Singleplayer-Kampagne mit 14 Missionen bringt. Gibt auch ein paar neue Burgen und so weiter. Aber ja, den Rest habe ich alles gesagt. Ich glaube, ich brauche mich nicht wiederholen. Gesamtfazit. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe mehr erwartet von einer Definitive Edition. Also zumindest Sammelpunkte, Digga. Naja, ich gehe jetzt nicht nochmal auf die ganzen Details ein. Aber grundsätzlich bin ich enttäuscht. Aber trotzdem positiv gestimmt. Einfach weil zwei Core-Features kommen, wo gar nicht mal es so nötig wäre, dass das Spiel jetzt besser aussehe oder besser zu steuern ist. Weil einfach durch Multiplayer und Steam Workshop ist es geil. Ist so viel angenehmer und hat so viel Potenzial. Das war mein Video zu Stronghold Definitive Edition. Lasst gerne ein Like da, wenn euch es gefallen hat. Ansonsten schaut gerne bei der Kanalmitgliedschaft vorbei und solltet ihr noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann in neuer Frische. Tschüssi.